Ich glaube, ich mache 3 Kreuze in den Kalender, wenn das endlich fertig ist, ey. Oh, das wäre ja dann heute, wo du das machen darfst. Weil der Berg hier ist ja soweit schon abgehauen. Wie viel Dirt haben wir eigentlich noch? Nee. Wir müssen ja hier das noch gleich alles mit Dirt auffüllen wieder. Okay, nächster Berg. Weißt du was, komm, wir sind gemein. Wir sagen HD und Tim Bescheid und die sollen dann den nächsten Berg abhauen und wir die sind die machen dann irgendwas anderes. Die sind die Abbau... Ja. Genau, die sind das Räumungskommando. Die sind das Räumungskommando und wir machen dann irgendwas anderes. Und pass auf, dann haben wir Steven. Ja. Dann haben wir nachher den Berg abgebaut und dann kommt die glorreiche und epische Folge 1 Million Cobblestone. Ich meine, ist so eine schöne Zahl, 1 Million. Wie viele Kisten brauchst du denn dafür? Alter! Naja, wir wissen, dass wir 3184 Kobbel in einer Doppelkiste bekommen. So, ich hoffe, du hast genug Dirt, weil jetzt wir haben ja den ganzen Stein entfernt. Ich meine ja. Zur Not unten im Lager müsste noch in der Kiste. Ja, hier ist noch eine. Das raus, das raus, das raus. Die hier. Pack mal dein ganzes Kobbel da rein, was du hast. Wow, sag nicht, dass da nur ein Stack. Mehr nicht? Okay, weil dann bringe ich das mal runter zum Lager. Dann hol du nochmal den Dirt hoch. Der ist in der Kiste um die Ecke. Erste Kiste oben. Einfach um die Ecke denken. Nein, aber wir wissen doch, wie gesagt, 3184 sind in einer Doppeltruhe, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million durch 3184. Wir bräuchten insgesamt 62.599 an Kissen. Kisten und an das Kissen? Sind. Und das sind 314 Doppelkisten. Rechne 315, weil das eine krumme Zahl gibt und wir garantiert noch Überfluss haben und so weiter. Also 315 Doppelkisten. Ich sag jetzt nicht das, was ich denke oder so. Steven, ich sag dazu nur, Girls just wanna have fun, huh? Es wird schon wieder Nacht. Verschiedene Sets, okay. Was ist los? Auch nix. Hast du genug Dirt, um das Dirtloch da unten zu stopfen? Ich gucke gerade. Das dörtige Dirtloch zu stopfen. Entschuldigung, bitte schon mal im Voraus für alle, die Dörte heißen, aber die dicke Dörte zu stopfen. Oh. Oh mein Gott, ey, die Flachwitze reißen gerade mal wieder nicht ab. Ich sag da gar nichts zu. Wo haben wir eigentlich unser ganzes Holz hingeschmissen? In die Holzkiste? Ha, 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 in der Holzkiste sind Schäder,
Dark Oak Fence Gates, Dark Oak Fences, Dark Oak Fences. Du weißt, dass wir unten schon eine Holzkiste haben? Du hast die verteilt. Achso, stimmt. Böser, Basti, böse. Ich muss die siebenschwänzige Peitsche mal wieder ansetzen. Tilly sagt da schon gar nichts mehr zu. Kein Kommentar. Du bist sowieso so ruhig, ist mir aufgefallen. Von wo bis wo willst du denn die Viehheukel haben? Viehheukel? Viehheukel? Die Moose und Mass und Oink Oink und Bark. Genau. Das dürfte überhaupt nicht übersteuert sein gerade oder so. Ach, Quatsch. Dede, mach irgendwas. Tanz. Wie soll ich bei Minecraft bitte schon tanzen? Lass dir was einfallen. Entwickle eine Mod für 1.8, die kein Forge oder irgendwas braucht oder Bucket oder irgendwas und baust einer mit dem Charakter tanzt. Go! Ich könnte damit anfangen. Okay, viel Spaß. Ich will nicht wissen, wie lange du dafür bräuchtest. So, also ich fange dann hier hinten mal mit den Gates an und so. Mit den billigen Gates. Ha, ha, ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Meinst du, das ist genug für Gehege? Wie du gerade siehst, sehe ich nichts, weil ich gerade hier dabei bin, das ganze Dirt aufzufüllen. Wie gesagt, meinst du, das ist genug an Gehege oder? Gehege? Ja. Das ist jetzt ein 10 auf 10 Gehege. Also müsste eigentlich an. Da die Viecher sowieso 6, alle an den Zäunen sind, passt okay. Das schon. 9 auf 9. Die Viecher werden sowieso alle nur an den Zäunen sein, das weißt du ja schon. Okay, ich mache ein 2 auf 2 Gehege. Boah, das wäre ein bisschen zu eng. Ach, Quatsch. Zack, Mittler bekommen wir auch mindestens 20 Viecher rein. Schon, ja. Aber wird die Peter uns dann verklagen nach dem Motto Massentierhaltung und so? Ja, den interessiert auch das, was in Minecraft passiert. Genau. Who cares? Dede. Sprich mit uns. Du darfst auch mit uns reden. ja. Okay, das war auch schon viel, ne? So, okay. Ja. Total. Ja gut, sie muss ja nur die weibliche Artikulation manchmal haben, so nach dem Motto, oh, wir haben wirklich, haben die wirklich eine Frau dabei? Hallo. Ja, sie haben wirklich eine Frau. Wirklich? Wirklich, das will ich nochmal hören. Hi. Genau. Okay, wir haben hier noch einen Crafting. Nein, Dede, wie gesagt, du kannst, wenn du magst, Eiche mit holen. Mit uns reden. Hey, und von wo kann ich Eiche holen? Da hinten ist ein Birkenwald und daneben ist, glaube ich, ein Eichenwald. Oder da Richtung Sumpf. Da Richtung, da hinten so, da, Spiel mal first. Hey. Ja? Nein, bitte nicht. Sag nicht das, was ich denke. Ich muss gleich nur mal kurz meiner Oma was rüberbringen. Also, ich bitte dich. Jedenfalls... Dede, du kannst ja mal Förster spielen. Ja, genauso wie auf dem Server. Ach, der rat mal, warum ich das erwähne! Habt ihr eigentlich nur Stick und sowas? Musst du die craften? Ich hab 39 Sticks bei mir, aber sonst crafte sie dir mal eben. Okay.
freue mich schon auf die neue Leitung, dann kann ich live streamen! Yeah! Wartet mal gerade. Ich wollte gerade Basti was fragen. Ja, DD, jetzt können wir damit rechnen, dass wir erstmal eine längere Zeit alleine sein können, aber keine Ahnung, wie lange Basti jetzt AFK ist. Hey. Gameboy sogar kickt. Ja. Gut, den Kickgrund kannst du nicht lesen, das ist okay, aber Basti hat Langeweile. Er hat sich nämlich einfach mal gerade selber gekickt. Unnötig. Ich weiß. Dann erzähl mal irgendwas, DD, und schweig uns hier nicht so an. Hi. Hi. Geht's? Gut, und selbst? Geht so. Wie lange zockst du Minecraft schon? Ungefähr 1,5 Jahren. Mit welcher Version, sagen wir es mal eher? Mit 1.6 habe ich ungefähr angefangen. Beta 1.6? Nein. Vollversion 1.6 ist aber noch niemals 1,5 Jahre her. Ja, oder davor, keine Ahnung. Hab ein schlechtes Zeitgedächtnis. Wie kamst du auf Minecraft? Mein Onkel hat mir davon erzählt, daraufhin habe ich ihn immer, als er Geburtstag hatte und immer, wenn ich bei ihm war, habe ich ihn genervt und dann habe ich meine Eltern genervt, ich wollte es haben, dann habe ich 2 Jahre lang nur genervt. Dann musste ich meine Eltern nerven, damit sie mir sagen können, ich muss es mir von meinem Taschengeld kaufen. Dann habe ich weiter genervt, weil ich es nicht von meinem Taschengeld kaufen wollte und danach hat mein Onkel es mir zum Geburtstag geschenkt, weil ich zu viel genervt habe. Gut. Wie kamst du auf den Namen? Mein Onkel hat mir den Account geschenkt und er hat den ausgesucht. Okay. Irgendwie muss ich dich ja ins Gespräch reinkriegen, deswegen. Ja, ich bin ein sehr, sehr schweigsamer Mensch. Das habe ich gemerkt. Warum? Nein. Jetzt haben wir mit der Frage. Wie weit hat er? Okay, er packt da die Tierfelder hin, dann baue ich hier hinten die Futterfelder. Und wie viel Holz, also Eiche, wie viel braucht er eigentlich? Holz kann man immer mal gebrauchen, würde ich sagen. Nimm aber die Setzlinge mit oder guck mal, wenn du vielleicht, dass du da vielleicht ein bisschen wieder anpflanzt oder so, ich weiß es nicht. Nicht, dass wir da vielleicht eine zu starke, zu kahle Stelle oder so haben wieder, ja? Ist klar. Das war mein Ernst! Überlege ich mal, was könnte ich dich noch so fragen? Jetzt kommt. Okay, wie kann man am besten dir eine Frage stellen? Ein Spaß. Keine Ahnung, indem man eine Frage stellt. 1, 2, 3, 4, 5. So, mal gucken, ob da das Wasserfeld funktioniert. Bin ich wirklich so schweigsam? Ja. Wir nehmen jetzt schon 34 Minuten auf und du hast weniger gesprochen als wir. Ich glaube, das ist auch irgendwie klar, dass ich weniger rede als ihr. Weil ihr die hauptsächlichen YouTuber seid. Das heißt aber nicht, dass auch Gäste reden dürfen. Sonst würden wir sie ja nicht einladen. Wobei, man könnte sie auch einladen, aber so, dass sie keine Talkpower haben. Aber das wäre ja gemein. Oh, ich weiß man ja nie. Du, Dede, lass mal pennen. Ja, warte. Ich bin Bett und so. Dein Ernst? Ja, ich bin Bett. Ach, wieso muss mein Trinken eigentlich so weit wegstehen, ey? Ach, shit. Komm schon, ey. Ja,
Ich bin eben nicht so schnell im Schwimmen. Oh, ach, du bist ja weiter weg, ne? Ja. Warte mal. Bleib mal da hinten. Weil ich bin nicht fast beim Berg oben. So, sonst hätte ich eben das hier gemacht und hättest aber gleich wieder drauf joinen können. Was mache ich denn da? Hallo? Boah, wow, mein Nummernblock ist aus. Du bewegst dich noch zu uns. Gut, sonst hätte ich jetzt gerade Enter gedrückt. Wirklich jetzt? Ja, sonst hätte ich dich kurz eben runtergeschmissen und hättest du hinten beim Berg mal hinten bei den Bäumen bleiben können oder so, weißt du? Kann auch ruhig laufen. Näher zum Betten, ja. Gut. Was wollte ich? Da vergisst man einfach mal eben, was man machen will. Komm schon, fließt, wird das Feld ja auch nass? Komm schon, sag ja, bitte, Minecraft, mach das hin. Genau, ich spiele hinten lizenzfreie Musik und dann läuft dann einfach mal. Einfach mal Super Mario World Musik. Hast du jemals mal Super Mario World gezockt? Mhm. Und was hältst du von diesem Spiel? Naja. Da ist ganz schön viel Mario. Vielleicht extra? Schon mal daran gedacht? Ja, aber ich war mir da nicht so sicher. Super Mario World war damals mein erstes Projekt auf dem Kanal. Okay. Existiert auch immer noch als Video auf dem Kanal, deswegen. Was war denn jemals dein erstes Spiel, was du jemals mal gespielt hast? Kommt drauf an. Ist es also irgendwie am Computer oder Wii oder PlayStation? Jemals, es geht jetzt mal nicht hauptsächlich um irgendeine Konsole oder PC, einfach an sich. Du kannst ja dann die Konsole sogar einfach mit dazu erwähnen, vielleicht, wenn du willst. Weiß ich gar nicht mehr. Kommt drauf an, ich weiß es aber nicht mehr. Ja, ich habe einfach so viele Spiele schon gespielt. Echt erstaunlich. Mein erstes, das habe ich aber schon erwähnt, war damals Sonic the Hedgehog Teil 1 auf der Sega-Konsole. Ich denke mal, das war die Mega Drive sogar, oder? War das die Genesis? Ich weiß es nicht. Also die 64, die 16? Ich glaube ja, also die richtige, nicht diese abgespackte Qualitäts-andere Sache da, weißt du? Mhm. Was soll ich eigentlich mit Äpfeln machen? Mitnehmen. Dann wohin packen? In unsere Futterkiste. Okay. Wasserfeld dann mal rausholen.